Wir waren jetzt viel unterwegs im Umland von München, haben uns einige Projekte von Max direkt vor Ort angeschaut, die anderen in den Projektvorstellungen hier über das Alpfeld. Und ja, wir hatten richtig Glück mit dem Wetter und sind jetzt schon am Ende der Staffel von Mad Max 2 angekommen und läuten hiermit das Staffelfinale ein. Max, was erwartet uns denn jetzt in dieser nächsten Folge? Ja, in dieser letzten Folge, da bin ich natürlich auch ein bisschen traurig, ja, aber vielleicht geht es ja weiter. Könnt ihr mal fleißig kommentieren, wenn ihr noch eine dritte Staffel wollt. Die mich verfolgen bei Instagram, die wissen natürlich, dass meine Spezialität Q&As sind. Und natürlich haben uns einige Fragen erreicht. Und deshalb werden wir auch jetzt noch ein Q&A machen und ich werde die Fragen sozusagen aus der Community beantworten, die uns erreicht haben. Und ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Mag ich gern sowas. Wunderbar. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Fragen, Alex. Ich habe sie nicht im Vorfeld gelesen. Ich will es einfach stand-up beantworten. Also schieß los, du kannst mich alles fragen. Genau. Frag mich alles. Ja, mache ich auch. Beziehungsweise nicht ich frage dich, sondern unsere Community fragt dich. Kommen wir zu Community-Fragen, die im Vorfeld an uns herangetragen wurden, die wir genau in dieser Folge dem Max stellen sollen. Ich frage einfach mal drauf los, chronologisch, wie sie hier reingekommen sind. Eine Frage, mit der ich nichts anfangen kann, aber möglicherweise ist das ein Insider, und zwar 992 oder 992 versus Hurricane. Also 992 versus Hurricane, das bezieht sich auf Autos, zwar Porsche oder Lamborghini, und da geht meine ganz klare Antwort aus Befangenheitsgründen zum Lamborghini Hurricane. Okay. Porsche hat jeder. Da sieht man mal, wie ungebildet ich in Bezug auf Autos jetzt bin. Also, ja, jetzt weiß ich es. Wieder was dazugelernt. Projektentwicklung Light einmal noch mal kurz dargestellt. Wir haben es in den Folgen mal angerissen. Also ganz auf den Punkt gebracht: Du kaufst ein Grundstück, entwickelst Baurecht von real teilbaren Immobilien, also Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhäuser, also Dinge, die du in Scheibchen schneiden kannst. Baust aber nicht, sondern verkaufst die Grundstücksanteile und vermittelst quasi einen Werkvertrag mit einer Baufirma, dem Endkäufer, der dann quasi einmal den Grundstückskaufvertrag und einmal den Werkvertrag beim Notar beurkundet und quasi ein fertiges Produkt bekommt. Du hast aber nichts mit Bauen zu tun und bekommst die Kohle sofort. Das ist auf den Punkt gebracht, Projektentwicklung Light. Und das Spezielle daran ist, oder ein Vorteil daran ist, dass sich noch nicht so viele Menschen da in diesem Geschäftsmodell rumtummeln. Richtig, ja. Auch, ja. Und es einfach ein probates Mittel ist, um ohne Baurisiko trotzdem auch Teile der Gewinne abzurufen. Okay, nächste Frage. Gibt es einen Kurs zum Bauträgerwesen? Oder ich formuliere es mal anders. Wo hast du dein Wissen her zu dem ganzen Bauträgerwesen? Und selbst angeeignet. Autodidakt nennt man das, glaube ich. Aber es gibt meines Wissens von den Bildungseinrichtungen, IHK und so weiter, Kurse, wobei die jetzt nicht besonders hochwertig sein sollen, nach Berichten von den Leuten, die da waren. Und mei, wer weiß, vielleicht machen wir noch einen. Okay. Das ist eigentlich gar keine schlechte Schreibt Idee. Schreibt einfach mal E-Mails, wenn ihr ihn haben wollt. Genau, vielleicht auch. Oder kommentiert. Ja, das würde ich vorschlagen. Einen Kommentar runter und dann schauen wir mal. Nächste Frage. Beschreib mal den typischen Tagesablauf eines Immobilien-Rockstars. Also kann man ja so sagen, Rockstar. Kann man Nischenbekannt vielleicht. Aber was ist ein typischer Tag? Typischer Tagesablauf ist, dass er untypisch ist. Also natürlich habe ich feste Termine, aber ich stehe meistens in der Früh auf und mache dann meinen Plan. Ja. Ich plane wenig im Voraus. Das ist auch das, was die Leute mich immer fragen. Ja, wie machst du deine Ziele und so weiter? Ich definiere keine Ziele für mich. Ich nehme mir einfach was vor und dann eskaliere ich in dem Bereich. Das ist also meine Herangehensweise an Dinge. Ist es vielleicht nicht zur Nachahmung empfohlen, aber so ist es, wenn du mich fragst, wie ich das handhabe. Und dementsprechend, also wenn du eine Woche davor in meinen Terminkalender guckst, dann ist der sehr leer in der Woche darauf, weil sich bei mir die Sachen erst kurzfristig ergeben. Und das liebe ich auch, wenn ich jetzt nicht schon eine Woche vorher weiß, was ich am Mittwoch übernächste Woche mache. Das ist einfach für mich auch ein Stück weit Lebensgefühl. Und wie das Ganze eskaliert, das haben wir hier in einigen Projektvorstellungen hautnah erleben dürfen. Ja. Nächste Frage, die da so ein bisschen zum Rockstar mit einzahlt. Hat Max Superkräfte? Und unter Umständen habe ich tatsächlich Superkräfte. Meine Superkraft ist wahrscheinlich, Lücken im System zu finden
Und eine weitere Superkraft ist, dass ich einfach sehr guter Relation Manager bin, also sehr gut mit Menschen kann. Das sind meine zwei Superkräfte, mehr aber kann ich nicht. Das ist das Einzige, was ich kann. Scharfflüsterer noch. Scharfflüsterer könnte man auch, das ist keine Superkraft, aber theoretisch, aber recht viel mehr kann ich nicht. Okay. So, eine Frage, Akquise Deep Dive, das ist natürlich zu umfassend, aber vielleicht ein, zwei, drei Akquise-Tipps, die du uns noch hier mitgeben kannst. Also, Akquise hat nichts damit zu tun, auf dem Klo zu sitzen, durch die ImmoScout-App zu scrollen, das ist mal Tipp 1. Tipp 2, bespielt alle Ebenen der Akquise, also jetzt nicht nur Portalebene, sondern auch die Ebene Makler und natürlich auch die direkt beim Eigentümer Kaufebene, also Off-Market-Ebene. Und da gibt es natürlich 100.000 Impulse, die man überall nachlesen kann oder sich anhören kann oder bei einem Podcast oder was auch immer. Aber der wirklich aller wichtigste Tipp ist, diese Dinge einfach umzusetzen. Daran scheitert es nämlich. Wenn ich jetzt 100 Akquiseimpulse aufzähle bei 100 Leuten, dann gehen vielleicht 10, picken sich ein paar davon raus und setzen die um. Und von diesen 10 vielleicht nur 2, die es nachhaltig umsetzen und dadurch auch wirklich erfolgreich werden. Also das ist halt menschlich tatsächlich, aber die Umsetzung ist der Schlüssel. Wie es geht oder was man bespielen muss, das findet man überall. Ja, da kann keiner das Rad neu erfinden. Ja, gibt natürlich mal ein paar kreative Ideen, ja, die vielleicht noch keiner gemacht hat, wie zum Beispiel, wo ich gemacht habe, 3x4 Meter Plakate an Supermarktparkplätzen aufzuhängen. Aber es gibt nicht diesen einen Weg, der den ultimativen Dealflow beschert, sondern du musst es breit aufstellen, strukturiert, vor allen Dingen nachhaltig und umsetzen. Das ist also das Wichtigste, was man zur Akquise wissen muss. Also der beste Akquise-Tipp ist umsetzen, richtig, in die Umsetzung kommen. Richtig, die Dinge auch zu machen. Daran scheitern die meisten. Wir kamen in den Folgen öfters jetzt beim Thema Handwerker vorbei und Sanierung und Modernisierung oder Renovierung. Die nächste Frage bezieht sich darauf, wie mache ich mich ohne Connections, ohne bestehende Connections, wie du sie jetzt hast, wie dein Netzwerk, wie mache ich mich interessant für gute Handwerker oder anders gefragt, wie komme ich an gute Handwerker, ja, wie baue ich mir die? Am einfachsten über Empfehlung. Geh in die WhatsApp-Chatgruppen der Stammtische und frag einfach oder geh auf die Stammtische und sag, hey, ich will jetzt hier im Süden von München eine Wohnung kernsanieren, ich brauche noch ein paar Handwerker, hat jemand Tipps für mich? Dann kannst du von Erfahrungen anderer profitieren. Und am Ende ist es für den Tippgeber interessant, weil der Handwerker halt sagt, okay, der bringt ihm gute Leute. Für den Handwerker ist es interessant, der kriegt wieder neue Aufträge und für dich ist es interessant, weil du diese Try-and-Error-Phase etwas ausklammerst und gleich weißt, dass es oder die Wahrscheinlichkeit hoch ist, natürlich jeder kann immer mal versagen, aber dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es einfach passt. Also Empfehlungen, ganz einfach. Okay. So, dann zwei Fragen, die würde ich gerne zusammenfassen. Wir haben einmal direkt nach der Ausbildung mit Immos starten. Was ist dabei wichtig? Und die andere Frage, die da irgendwie auch mit zusammenhängt, wann fängt man am besten an zu investieren? Also es gibt keine schlechte Zeit. Natürlich gibt es irgendwo Schranken, wie jetzt eine eigene Bonität sozusagen. Wenn du jetzt Student bist, wirst du dich schwer tun, dass du die Finanzierungen alleine stemmst. Wenn du wenig Eigenkapital hast, kein Eigenkapital hast, wirst du dir auch schwer tun, Immobilien zu kaufen. Also man sollte im Endeffekt schon eine gewisse Bonität aufbauen oder auf eine Bonität zugreifen können aus dem näheren Umfeld. Und man soll Eigenmittel zur Verfügung haben oder auf Eigenmittel oder Eigenmittelersatz in Form von Grundschulden etc. pp. Aus dem näheren Umfeld zugreifen können. Dann ist ein guter Zeitpunkt, um mit Immobilien zu starten. Diese Frage ist, wie gestaltest du deine Co-Investments? Also es gibt im Endeffekt einen ganz einfachen Weg, das ist ein Darlehensvertrag. Und den bevorzuge ich, weil der einfach easy und einfach ist. Darlehensvertrag machen mit dem Co-Investor, das Kapital reinholen, Zinsen bezahlen, Gewinnbeteiligungen verhandeln, je nachdem. Und dann ist das die einfachste und easyste Variante. Alles klar. Und ich wollte jetzt in der Folge auch zum Schluss noch einmal mit dem Max reflektieren, einfach die letzten Jahre, gerade so dein Werdegang. Wo stehst du heute? Wie hast du angefangen? Vor welchen Problemen standest du? Hast du sie gelöst? Und ich habe hier zwei Fragen, die ich gerne da mit reinnehmen würde. Die eine an den Anfang, die andere ans Ende, weil das einfach so gut passt. Und zwar ist die Frage, dein beruflicher Werdegang kurz und knackig. Und aus kurz und knackig können wir vielleicht ein bisschen ausführlicher machen, weil genau das
beschreib eigentlich so deinen Anfang als Immobilieninvestor zu dem, wo du jetzt bist, wo du jetzt stehst. Also mein beruflicher Werdegang, ich habe eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht, habe da dann insgesamt 10 Jahre bei der Bank gearbeitet und habe da natürlich auch viel Know-how, was Finanzieren, Investieren und so weiter betrifft, sammeln können und habe mich dann selbstständig gemacht, um Immobiliengeschäfte zu machen, habe anfänglich noch einen Handelsvertretervertrag abgeschlossen, um einfach auch regelmäßige Einkünfte zu haben, um meine Bonität nicht zu gefährden. Und den habe ich dann ausschleichen lassen und habe dann im Endeffekt angefangen, mein Immobiliengeschäft zu skalieren. Also das ist eigentlich auf den Punkt gebracht, das, was die Frage beantwortet. Und jetzt in dieser Phase der Selbstständigkeit als Immobilienunternehmer, was würdest du sagen, waren da so die größten Herausforderungen? Naja, am Ende habe ich mich, wie ich ja schon angedeutet habe, für den Weg entschieden, einfach schnell zu skalieren und hart. Ja. Und da ist natürlich das Thema Liquidität immer ein Punkt, weil du einfach in vielen Projekten investiert bist. Und wenn sich da mal Zeiten, Timelines verschieben, was ganz normal ist und dazugehört, musst du kompensieren, meistens mit Eigenmitteln. Und da war ja dein Hauptthema einfach, die Hauptchallenge, einfach die Liquidität aufrechtzuerhalten. Und ich habe einfach maximal skaliert. Ist vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt zur Nachahmung empfohlen, aber ich bin halt sehr häufig all-in gegangen und das sind natürlich die Herausforderungen, dass du das nervlich erträgst, dass du da auch nicht anfängst nervös zu werden und dass du mit den Ängsten auch gut umgehen kannst. Das waren die tatsächlichen Herausforderungen, alles andere kann man handeln. Maximal skalieren bedeutet dann auch wahrscheinlich im Umkehrschluss kein Eigenkapital oder keine Liquidität oder, ich sag mal, geringe Liquidität, was dann dich ja ins Management reinbringt, wie du das Ganze jetzt managst, wie du mit deinen Partnern umgehst, wie du diese Problemstellung löst. Genau, also das sind Herausforderungen, die man da so hat und am liebsten macht man ja alles selber und das auch zu lernen, dass man auch Dinge abgibt oder mit sich Unterstützung reinholt, das ist auch eine Herausforderung, das können auch nicht viele, aber wie ich ja schon gesagt habe, manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um drei nach vorne machen zu können und das ist im Unternehmertum genauso richtig wie in der privaten Ebene oder wo auch immer. Ja. Und bist du zufrieden als Immobilienunternehmer, als Immobilieninvestor? Ich bin total zufrieden und ernte jetzt gerade so die Früchte der harten Arbeit und der Verzicht und der Opfer, die ich gebracht habe in den Jahren. Und die waren erheblich und am Ende war es ein bewusst gewählter, schmerzlicher Weg, um einfach dann auch eine längere Zeit zu haben, wo man auch, sag ich mal, die Früchte ernten kann. Ja, und zum Abschluss passt noch eine Frage ganz gut aus der Instagram-Community. Die Frage lautet, Max, welche Tipps würdest du heute aus deiner Sicht an den 20-jährigen Max geben? Das ist eine gute Frage. Also zum einen würde ich ihm sagen, mach es so, wie du dir das vorgenommen hast. Lass dich nicht von außen beirren, ja, weil jeder wird von außen eingefangen und sagt immer, ja, wie kann man jetzt Immobilien kaufen, alles so teuer und so weiter und so weiter. Also lass dich nicht von außen beeinflussen, zieh dein Ding durch, fokussiere dich auf die Akquise und stärke deine digitale Visitenkarte. Das war's mit Mad Max Staffel 2. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch Projektentwicklung interessiert, wenn euch Projektentwicklung Light interessiert, dann stellt eure Fragen gerne in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und ja, Max, du hast auch einen Instagram-Kanal. Der ist auch mittlerweile richtig groß geworden. Abonniert gerne oder folgt Max auf seinem Instagram-Kanal. Das binden wir noch ein. Und ja, wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Projekte und auch nochmal über Updates, was jetzt aus Leipzig beispielsweise geworden ist. Und wenn ihr eine dritte Staffel wollt, dann müsst ihr bitte unten reinschreiben, dass ihr eine dritte Staffel wollt, weil dann werden die Kollegen bei Immocation unter Druck gesetzt und dann produzieren wir noch eine Runde.